So, und da sind wir wieder bei der Forest. Und ja, hier ist ein bisschen viel zugewuchert. Ich habe das anders in Erinnerung. Okay, was will ich denn heute wollen? Heute möchte ich gerne. Wartet mal. Ne, das war ja weiter hier vorne. Irgendwo hier. Bin ich einfach dran vorbei. Die Plattform möchte ich gerne haben. Wenn es geht, auch da dran. Und dann machen wir die Bäume in der Nähe darum weg. Tun die sofort oben dran. Somit haben wir einen Ausguck geschaffen, der auch noch ja, die nötige Weitsicht hat, weil ja die anderen Bäume weg sind. Ich denke mir nur dabei, ob ich da überhaupt hochkomme, weil ist ja auch bei unserem Baumhaus so, da komme ich nicht mehr hoch. Und ja, ist ein bisschen blöd. Das da hinten sieht aus wie Kakerlaken, dabei ist das, glaube ich, eine Lichtspiegelung hier. Oder? Ich glaube, es regnet, ja, es regnet. Das ist ein toter Baum. Das können wir vergessen. Hier ist ein riesiges Spinnennetz. Machen wir den mal kaputt. Zu dort, dass ich was gehört habe. Glaub nicht, dass du mir entkommen kannst. Hoffentlich haben die Warnung verstanden. So. Bald ist ja schon Nikolaus, ne? Jo. Nur noch 3 Tage von mir aus. Wahrscheinlich für euch noch ein Tag. Oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich habe nicht richtig gerechnet, wahrscheinlich. Oder vielleicht auch doch. Weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, was ihr bekommt, aber. Ich habe ausgemacht mit meiner Mutter, wenn ich 20 Euro dazu tue, kriege ich Hyrule Warriors. Ist doch auch mal cool. Früher hätte man sich sowas niemals träumen lassen, dass man sowas bekommt. Das gehörte ja auch eigentlich nicht dazu, weil das ist ein bisschen teuer. Kostet ja immerhin 40 Euro, ne? Dabei kriegt man bei Nikolaus eigentlich immer was Kleines, aber naja. Ich konnte was Gutes aushandeln. Das Spiel wollte ich sowieso schon mal haben. Ich finde die Soundtracks darin voll cool. Und generell das Prinzip finde ich ja auch geil. Mache ich ja immer gerne auf alles draufschlagen. So kennt man mich ja. Oder auch nicht. Gut, wenn man mich nicht kennt und mich von außen sieht, dann glaubt man das wahrscheinlich auch nicht, dass ich gerne auf viel Zeug draufschlage. Dass ich gerne auf vieles Zeug draufschlage, schlag dann auf so einen Baum drauf und nichts passiert. Okay. Boah, wieso kann ich da nur einmal draufschlagen und dann passiert nichts mehr? Endlich. Ja, ne? Das wird geil.
Nikolaus. Ich habe bisher ja auch nur ein Wii U-Spiel, das war ja Mario Kart, wo ich immer betrogen werde. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, guckt bei einem gewissen Kanal in meiner Kanalbox, keine Ahnung, empfohlene Kanälebox, nenne ich das mal, vorbei. Ein gewisser Herr mit einem L dürfte da euer Mann sein. Gut, er hat eigentlich nur zwei Parts bisher davon hochgeladen, glaube ich. Oder drei, keine Ahnung. Oh, da ist gerade jemand langgelaufen. Auf jeden Fall haben wir da schon mal ein bisschen was gemacht. War auch ganz witzig. Wer gern über Leute lacht, die ausrasten, guckt euch das an. Ich raste da aus. Weil ich so dermaßen im Internet betrogen werde. Das geht ja wohl nicht. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen, wo ich als Erster durchs Ziel fahre und einfach Zweiter angezeigt werde. Das ist ja unfair, ne? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Kann man denn jetzt da hoch? Ja, kann man wieder. Hier sieht man leider so wenig. Das Lager, das braucht ja jetzt nicht unbedingt eine übelste Verteidigungslinie. Ich sehe meine Feinde hier ja schon lange, bevor die überhaupt da sind. Deswegen ist das ein bisschen unnötig. Gucken wir mal hier. Das könnte gefährlich werden, wenn ich vielleicht gerade auf der Flucht bin und hier hoch will. Und dann dauert das zu lang. Alter. Der fliegt einfach direkt wieder runter. Ich drücke jetzt gleich mal nichts, wenn ich oben bin. Okay. Geht das eigentlich auch. Blöde am Baum ist halt, dass man hier kaum was sieht. Aber ich denke mal, von hier aus könnte man gut schießen. Ja, das könnte eigentlich schon ein cooler Aussichtsposten werden. Den muss ich nur gut genug kennzeichnen, damit ich den nicht irgendwann abschlage. Am besten, ich mache dann Feuer daneben. Auch wenn das der einzige Baum ist, der hier in der Nähe steht, ich mache dann Feuer daneben. Kann ja immer mal sein, dass ich den abschlage, auch wenn ich sehe, dass oben drüber was ist. Außerdem brauche ich eh noch ein bisschen mehr Licht. Ja, wir wollten ja gucken, was in der Höhle ist. Ja, tun wir das mal. Hier waren nur noch Holzstücke. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach diesem Höhlenmonster suchen. Das Wasser ist nicht tief genug, oder? Hier sind keine Fische drin, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich suche übrigens gerade wieder die gleiche Höhle, in der ich schon einmal war. Könnte man natürlich auch guten Lager aufbauen.
die Typen da nicht wären. Mist. Jo, ich hab den erwischt. Ich hau übrigens gerade unnütz einfach ins Wasser rein. Komm schon. Hier ist das Problem halt, dass das ein bisschen tief ist, das Wasser. Mir eigentlich unmöglich macht, so wirklich gut zu fangen. Habe gerade gedacht, da liegt ein Holzstück von mir. Ich habe gerade gedacht, die läuft auf mich zu, deswegen bin ich ein bisschen weiter weggegangen. So, jetzt sind wir am Strand. Hier ist doch irgendwo die Höhle. Dort vorne müsste die sein. Ja, an dem Stein da. Schnell da rein. But first let me take a selfie und so weiter. Aber heute nicht. So, wo bist du, neue Kreatur? Ich würde dich gern sehen, wenn es sich einrichten lässt. Es sind auf jeden Fall ein paar Typen. Also das war jetzt ein bisschen einfach. Stealth Kill. Den gibt es ja auch. Wenn man von hinten kommt und die einen nicht bemerken, kann man Stealth Kill machen. So, wo ist denn diese Kreatur, die hier sein soll? Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass die weiter unten ist. Da ist jemand begraben. Keine Ahnung. Aber wenn hier welche mit solchen Helmen sind, dann heißt eigentlich, dass hier irgendwann mal Zivilisation war. Da sind schon wieder die Typen. Vielleicht sind das auch einfach nur Zombies. Okay, ich kann nicht sehen, wer hat den Vorteil. Ich kann den nicht angreifen, der ist zu schnell. Ich will doch nur diese Monster sehen. Wenn ihr da nicht zufällig seid. Ich weiß es ja nicht. Verfolgt mich doch. Da unten leuchtet es rot. Ich würde zwar gerne da hingehen, aber es geht nicht. Irgendwas scheint da zu sein.
was zu essen. Kann ich leider nicht nehmen. Statt der hat mal isst, verbraucht. Nö. Tag. Ist der wieder hier neu gespawnt oder ist der weg? Ich denke mal, der ist weg. Nehmen wir die Abkürzung. Ja, ich finde die Abkürzung eigentlich ziemlich cool. Hatte ich nicht letztens ein anderes Shirt an? Eben was essen. Oder sollte ich aufpassen, da sollte ich vielleicht nicht reinfallen. Das könnte tödlich enden. Das könnte tödlich enden. Yeah. So, jetzt brauche ich wieder den Walljump 360 in die falsche Richtung. Dann war es wohl ein bisschen mehr als nur ein 360 oder zu wenig. Immerhin irgendwas. Ich denke mal nicht, dass ich mein Haus so weit aus der Entfernung sehen kann, aber vielleicht schon. Müssten ja schon ein paar Bäume hier abgesäbelt sein, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Gut, hier kommt erst noch die Erhöhung. Und dahinter dürfte dann sein. Ja, da ist nämlich nur ein Baum. Gut, jetzt ist er auch weg. Aber hier ist alles frei und deswegen. Ich wohne in einer kargen Welt, wo alles kaputt ist. So viel habe ich jetzt aber auch nicht weggemacht. Sag ich ja. Oh, fast reingelaufen. Nehme ich mal eben was zu essen. Hänge die nächsten dran. Muss ich wahrscheinlich wieder warten, bis ich wieder neues Essen habe. Das hat in die Falle gelaufen. Ach, wieder nur du. Ich will doch keiner. Wenn du wenigstens Fleisch bringen würdest oder dein Pelz zu irgendwas gut wäre, wie zum Beispiel zur Tarnung, das wäre doch geil, aber nein. Du kannst nichts. Das wäre genauso cool wie mit Schildkröten. Wenn man Schildkröten tötet, nimmt man sich einfach den Panzer und wird der Herr der Schildkröten. Verdammt nochmal, Dragon Ball FTW. Von wo? Entfernt sich. Wohin? Gehen die? Denk mal irgendwo da. Unten am Strand. Weil sonst würde ich das sehen. Jo, sonst würde ich das sehen. Ich gehe mal zum Strand. Rand. Hier liegen ja schon wieder die Leichen.
sind die vermutlich gerade hingelaufen, um da eben von zu essen und gehen dann wieder zurück zu diesem Lager dahin. Nein! Immer diese Selbstmörder, da sind die! Wollen die zu meinem Lager? Natürlich blöd jetzt. Was war das gerade eigentlich? War das ein Geräusch für Kriegstreffer oder was? Oder für. Ja, das könnte was für Stealth Kill gewesen sein, das Geräusch, wenn man von hinten angreift. Das hatte ich ja auch eben bei dem einen Typen, nicht angegriffen habe. Ich kann nicht immerhin ein paar Echsen töten, okay. Scheiße, die gehen zu meinem Lager. Best nicht, lock die weg. Mit dem Stein in welche Richtung? Dahin. Nicht, dass die darauf reagieren. Doch. Darauf reagieren die. Komm aber zu mir gerade. Scheiße, die kommen zu den Leichen. Scheiße, scheiße. Schnell aus dem Sichtfeld raus. Gut, dass hier so viel Zeug rumliegt, dass man mich nicht sieht. Da sind aber mehr lang gelaufen. Gut, die sind aber eh weg. Dann einfach schnell hier hin. Mal eben gucken. War eben einer. Dort hinten sind noch welche. Aber sonst sind die alle weg. Okay. Penne ich kurz. Und dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.